Everybody say you're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of soul and pain. Love is enough. Na, Alina, noch eine Kanne Tee? Nee, bestimmt nicht. Ich habe auf einmal so ein Ziehen im Bauch. Einen regelmäßigen Abstand? Das sind nur die Wehen. Jetzt schon? Aber mein Termin ist doch erst morgen. Da hat's wahrscheinlich jemand ganz eilig. Wird's übrigens ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Na, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich hänge Sie jetzt erstmal an den Wehenschreiber und dann gucken wir mal, was sich da abspielt. Nach der Visite sage ich gleich dem Professor Bescheid. Hm? Habe ich noch Zeit? Ich muss in der Sachsenklinik anrufen. Meine Eltern und mein Freund, die wollen doch dabei sein. Keine Angst. Beim ersten Kind, da dauert es eher länger. Wie lange denn? Ach, das kann man doch vorher noch nicht wissen. Also, Alina, Sie konzentrieren sich jetzt auf die Entspannungsübung und ich bin gleich wieder da. Hm? Was? Ach du meine Güte. Ja, natürlich kann ich kommen. Ja, ich bin sofort bei Ihnen, auf Wiedersehen. Mach mal, geht das Ganze auch ein bisschen leiser? Ich muss sofort in die Kellerklinik fahren. Alles wieder willkommen. Oh, Baby. Das ist ja Wahnsinn. Super. Machen Sie Feierabend. Ja. Oh, und Rosalina ganz gut von uns. Mach ich. Ach, du bist der Schlüssel. Ich glaube, das mit dem Motorrad vergessen wir mal lieber. Ich denke, wir rufen lieber ein Taxi, was? Sonst fährst du uns vor lauter Aufregung noch gegen einen Baum. Sagst du Roland, ob hier Bescheid? Mach ich. Alles Gute! Entschuldigung. Zeigen Sie meine Sachen. Was grinst du so? Die Besprechung fängt erst in 10 Minuten an. Besprechung? Ich werd grad Großvater. Was? Na dann ab mit dir. Daumen drücken. Alles gut und denk dran, Alina hat schon einen Arzt. Mit Alinas Hebamme möchte ich jetzt aber nicht tauschen. Wenn ich mir vorstelle, dass er jeden ihrer Handgriffe überwacht, dagegen ist doch Staatsexamen der reinste Sonntagsspaziergang. Das ist zum Glück nicht unser Problem. Der wirst du aber heute Überstunden machen müssen, Schatz. Ohne Freunde wär's echt langweilig im Leben. Man merkt eben an den Kindern, dass man älter wird. Ich kann mich noch ganz genau an meine eigene Abschlussfeier erinnern und jetzt ist meine Tochter schon fast so weit. Wen sagen Sie das? Was bleibt einem am Ende? Eine Menge grauer Haare. Ach nee, ich hoffe, es bleiben nicht nur graue Haare übrig. Es kommt. Was? Es ist soweit. Alina! Alina? Oh Gott, meine Tochter. Sagen Sie nicht, dass sie noch zur Schule geht. Doch. Ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Guten Tag. Tag. Ach, was mache ich denn jetzt mit Ihnen eigentlich? Na, geben Sie schon her. So eine Frisur ist ja halb so wichtig wie das erste Enkelkind. Oder ist es vielleicht gar nicht Ihr erstes? Nein. Doch, sicher, natürlich. Ja, bleib doch mal ganz ruhig. Bleib mal ganz ruhig. Ja, jetzt laufen Sie nur. Ich schließe alles zu. Danke. Du darfst nachher aber nicht vergessen, immer gleichmäßig zu atmen, ja? Und wenn du meine Hand drücken willst, dann mach nur, ich bin hart im Nehmen. Jetzt bleib mal cool, ich schaff das schon. Kannst du ihn auffangen, wenn er umfällt? Hey, ich bin noch nie zusammengeklappt. Bei wie vielen Geburten warst du schon dabei? Bei keiner. Da bin ich ja froh, dass wenigstens die Hebamme Ahnung hat. Ja, aber theoretisch kenne ich jeden einzelnen Handgriff. Na, wann kommt es denn endlich? Wenn er nach dir kommt, garantiert zu spät. Wo ist denn eigentlich Papa? Der will deine Werte noch mit Professor Keller besprechen. Oh, typisch Papa. Der wird am liebsten ja alles selber machen. Das ist doch problematisch bei dem Kopfumfang. Meine Tochter hat ein sehr schmales Becken.
Ich verstehe ja Ihre Sorge. Aber gynäkologisch gesehen ist gegen eine natürliche Geburt überhaupt nichts einzuwenden. Sie glauben ja gar nicht, was für große Kinder auch diese ganz zarten Frauen manchmal kriegen. Und wenn der Kopf trotzdem im Geburtskanal stecken bleibt? Dann können wir immer noch einen Kaiserschnitt machen. Ich möchte einfach kein Risiko eingehen. Das Verhältnis von Kindskopf zu Becken ist bei Alina absolut grenzwertig. Haben Sie das nicht selber gesagt? Also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie reden noch mal in aller Ruhe mit Alina. Und wenn sie sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, dann machen wir ihn. In Ordnung? Recht schönen Dank, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Das kapiere ich nicht. Vorher war doch nie die Rede von einem Kaiserschnitt. Das Kind ist in letzter Zeit noch mal erheblich gewachsen. Ja, aber dann kann ich ja gar nicht bei der Geburt dabei sein. Hält denn der Professor das wirklich für absolut notwendig? Die letzte Entscheidung, die liegt natürlich bei Alina. Ich weiß doch überhaupt nicht, was das Beste ist. Ich habe so eine Angst vor einer Operation. Und darum kriegst du ja eine Narkose. Ja, ist das denn jetzt alles schon beschlossene Sache oder wie? Bist du denn bei der Operation dabei? Nee, dem Professor kann ich natürlich nicht ins Handwerk pfuschen, der wird sich bedanken. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, mir geht das alles ein bisschen schnell. Außerdem, durch eine natürliche Geburt kriegt auch eine Mutter erst eine richtige Beziehung zu dem Kind. Das bei Alinas Geburt, da warst du fix und fertig. Ach Quatsch, vergisst du doch sofort, wenn ein das Baby zum ersten Mal anguckt. Also ich habe euch jetzt über die medizinische Seite informiert. Die letzte Entscheidung, die liegt natürlich bei dir. Ich habe so eine Angst vor den Schmerzen, wenn ich mir vorstelle, bis zu 24 Stunden. Ich glaube, ich mach's. Wunderbar. Bis später. Oh, Sie machen mich ganz nervös mit Ihrem Rumgerenne. Damit helfen Sie Alina nun auch nicht. Da muss ich von irgendeinem Arzt erfahren, dass meine Enkeltochter ihr Baby kriegt. Eine Schande ist das. Dabei hat sie sich mir damals zuerst anvertraut, als ich schwanger war. Pia und Roland waren noch viel zu aufgeregt. In der Situation denkt keiner ans Anrufen. Trotzdem, Alina braucht mich jetzt. Unsinn! Da sitzen schon drei, die sie nervös machen. Außerdem kann ihr in der Klinik sowieso keiner helfen. Warum rufen die denn nicht an? Da stimmt was nicht. Haben Sie nicht gesagt, dass es bei Pia 12 Stunden gedauert hat? Also, wenn Sie unbedingt wollen, können Sie hier auf dem Sofa schlafen. Ich gehe ins Bett. Das ist eine gute Idee. Mache ich auch. Schlafen Sie gut, Friedrich. Schlafen? Na, ihr habt Nerven. Dauert das nicht viel zu lange? Sie ist doch noch nicht mal eine halbe Stunde drin. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Du bist wohl gar nicht nervös, ne? Nö, überhaupt nicht. Sie ist ja in besten Händen. Willst du uns nicht langsam mal sagen, wie dein Kind heißen soll? Nee, erst wenn ich weiß, dass es da heißt. Und? Alles in Ordnung. Wie geht es Alina? Na, haben wir unser Baby? Mein Glückwunsch. Alina hat gerade einen gesunden, kräftigen Jungen zur Welt. Ja! Jonas, der heißt Jonas! Glückwunsch. Ne? Was für ein schöner Name. Ich muss doch mal nach Alina sehen. Kann ich mitkommen? Natürlich, kommen Sie. Sie ist doch im Aufwandhaus. Na, Papa, Vladi. Na, Oma Pia. Ist irgendwas passiert? Kann ich vielleicht meine Auskunft haben? Ich verstehe das nicht. Alle Reflexe sind normal. EKG, Spontanatmung. Ja, aber was? War sie noch nicht wieder wach? Alina, hören Sie mich. Augen auf. Was habt ihr gemacht? Habt ihr zu viel relaxiert? Beruhigen Sie sich. Ich versichere Ihnen, dass die Operation absolut problemlos verlief. Ja, warum wacht sie denn da nicht auf? Das ist ein postoperatives Koma, unerkennbare Ursache. Ja, dann sorgt dafür, dass sie da wieder rauskommt. Wir bringen Alina erstmal auf die Intensivstation. Im Moment können wir sowieso nichts anderes für sie tun. Wie kann man nur so kleine Fingerchen haben? Das ist das süßeste Baby, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Findest du mich auch? Unbedingt. Gibst du ihn mir mal? Gleich. Ja, guck mal, wie sie still ist. Das wird bestimmt meine zweite Einstein werden. So, jetzt geh mir mal. Vorsicht. Oh Gott. Ja.
Hallo, Jonas. Mensch, du bist ja ganz schön schwer. Na, hat ja auch noch viel vor. Wo wollen wir zuerst hin? Nach Amerika oder Tokio? Ja, vielleicht erst mal nach Hause, oder? Hm. Oh, komm mal deinen Enkel an. Ich muss euch was sagen. Der sieht doch fast ein bisschen aus wie Jakob. Quatsch, das sieht genauso aus wie ich. Es ist was passiert. Alina? Was ist mit ihr? Alina? Alina, Süße? Wir sind hier. Kannst du mich hören? Was ist denn los mit ihr? Sie sieht doch völlig normal aus. Sie liegt im Koma und keiner weiß warum. Das kann ich dir sagen. Weil du unbedingt wolltest, dass sie operiert wird. Bitte nicht so laut. Wir wissen nicht, was sie alles mitkriegt. Was machen wir denn jetzt? Wir können sie doch hier nicht einfach so liegen lassen. Alina, Süße, bitte. Mein Kind braucht dich doch. Wir haben selbstverständlich alle therapeutischen Maßnahmen eingeleitet. Sie glauben doch nicht ernsthaft, ich würde meine Tochter auch nur einen Tag länger hier lassen. Es steht Ihnen natürlich frei, Ihre Tochter zu verlegen. Und sollten Sie irgendeine Unterstützung benötigen, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Ich will die Krankenakten von Alina und die OP-Protokolle. Ich habe von allem Kopien anfertigen lassen. Aber Sie werden nichts finden. Dr. Ganser ist einer meiner fähigsten Anästhesisten. Das werden wir sehen. So, Yvonne, jetzt sehen wir uns noch den Herrn Geister Santo von der 112 vor. Die Leberzirrhose? Ja. Schwester Yvonne hier? Ja, ich sage sofort Bescheid. Oberschwester, Sie sollen sofort zum Professor kommen. Die 112 schaffe ich schon allein. Gut, danke. Ich habe gerade mit Professor Keller telefoniert. Nach seiner Einschätzung besteht keine Notwendigkeit, die Tochter von Dr. Heimann auf die Intensivstation zu verlegen. Sie atmet selbstständig und ihr Kreislauf hat sich in den letzten Stunden auch stabilisiert. Na, wenigstens eine gute Nachricht. Das heißt aber trotzdem, dass wir sie ständig unter Beobachtung behalten müssen. Ich kenne Fälle von Koma-Patienten, da gab es Probleme bei der Spontanatmung, ohne ersichtlichen Grund. Können wir diesen Aufwand mit unseren personellen Möglichkeiten überhaupt realisieren? Ja, wir haben die Frau Bernhardt auf die 302 gelegt. Dadurch hat Alina jetzt ein größeres Zimmer für sich allein. Und auf Wunsch kann da auch jederzeit ein Familienmitglied mit übernachten. Ja, gerade bei Koma-Patienten ist es ja wichtig, dass ein Familienmitglied der... Ja, Frau. Dr. Dürbisch, wir haben verstanden, was Sie uns sagen wollten. Entschuldigung. Ich denke mal, die werden mit Alina in ein paar Minuten hier sein. Ja. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich eine 200-prozentige Betreuung erwarte. Ich danke Ihnen, das war's. Dass sowas ausgerechnet einem unserer Kollegen passieren muss, ist so schrecklich. Mal ganz ehrlich, Gernot. Hast du Hoffnung für Alina? Je länger das Koma dauert, desto schlechter sind die Chancen. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Also ich werde tun, was ich kann. Wahrscheinlich werde ich dann nur in den nächsten Tagen sehr wenig Zeit für dich haben. Du bist eine wunderbare Frau. Alina, 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 das ist jetzt, damit du einen besseren Geschmack im Mund kriegst. So. Und nachher werde ich dir dann noch ganz wunderbar den Rücken einreiben, ja? Du brauchst überhaupt keine Angst haben. Meine Große, wir kümmern uns um dich. Wir sind bei dir. Alina. Alina, Professor Simoni lässt sich auch ganz herzlich grüßen. Der kommt nachher selber mal vorbei, ja? Ja, Alina, und Fladi hat natürlich auch schon angerufen. Der ist jetzt bei Jonas. Hörst du?
Jonas. Oberschwester. Warum? Wir rechneten schon damit, dass sowas passiert. Hier. Wir wissen doch gar nicht, was überhaupt passiert ist. Ich habe mir die Akten angesehen. Alles vorschriftsmäßig abgelaufen. Ich nehme mir einen Anwalt. Ich hetze denen die Ärztekammer auf den Hals. Die lassen mir doch von einem Anästhesisten nicht meine Tochter verpfuschen. Da wirst du den Kürzeren ziehen. Hat sie recht. Das ist einer von den Fällen, für die es noch keine Erklärung gibt. Und was würdet ihr machen? An meiner Stelle? Hoffen. Hoffen. Wir sind Ärzte. Stell dir mal vor, Lukas liegt so vor dir. Du würdest doch sofort denken, dass es während der OP einen Narkosezwischenfall gegeben hat. Nach allem, was ich eingesehen habe, kannst du das ausschließen, Roland. Und warum gerade Alina? Ich habe auf den Kaiserschnitt bestanden. Wir müssen nur ganz fest daran glauben, dass deine Mama wieder gesund wird. Hörst du? Ja. Lass dir ja nichts anderes erzählen. Ja, hallo, mein Süßer. Na? Dann mache ich Jonas mal schnell eine Flasche. Ist aber erst in einer Stunde wieder dran. Was machst du überhaupt hier? Ich habe einen Laden zugemacht. Einer muss sich ja schließlich um Jonas kümmern. Deswegen habe ich mir aber extra Urlaub genommen. Sag mal, sind das alle Windeln, die wir noch haben? Vielleicht holst du besser noch ein paar. Ich schreibe dir gleich mal einen Einkaufszettel. Gibt's was Neues von Alina? Roland ist jetzt bald. Ja, hallo. Mein kleiner Schmutz. Ups. Na? Wie geht's dir denn? Ja, mein Süßer. Wie es Pia und Roland wohl gerade geht. Und Vladi. Roland hat mich doch gefragt, was ich an seiner Stelle tun würde. Ich wüsste es nicht. Er sollte seine Kräfte einteilen, seine Familie braucht ihn jetzt. Und eine Klage zum jetzigen Zeitpunkt ist auch Schwachsinn. Ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Alina, wie sie so da liegt. Wie soll die jetzt glücklich sein, ihr Baby stillen? Wenn man Roland wenigstens Hoffnung machen könnte. Und das Einzige, was jetzt noch hilft, ist ein Wunder. Wenn ich mal so da liegen sollte, ich würde so nicht leben wollen. Was heißt denn das? Dass ich mich dann hoffentlich auf meine Freunde verlassen kann und sie mir das ersparen. Hör auf, sag sowas nicht. Was ist denn das für ein Leben? Schlimm genug, dass man auf andere angewiesen ist. Aber du fällst ja auch noch finanziell unglaublich zu Last. Sowas kann eine Familie ruinieren, aber ruckzuck. Was denn jetzt? Ich geh noch mal ins Internet. Vielleicht haben wir doch irgendwas übersehen. Vielleicht gibt's ja noch eine Möglichkeit. Außerdem braucht er sowieso in einer halben Stunde seine Flasche. Ich weiß, aber die bekommt er von mir. Lässt ihr ja mitten in der Nacht rumdiskutieren. Vladi, was machst du denn in meinem Schlafzimmer? Ich hole wieder mal mein Baby. Aber das ist doch gar nicht nötig. Wirklich, es macht mir nichts aus, dass Jonas hier ist. Aber Jonas hat seinen Platz bei mir. Entweder ihr entscheidet euch jetzt, oder ich gehe zu Alina ins Zimmer. Komm, geh wieder schlafen, ja? Du brauchst dir wirklich keine Sorgen um Jonas zu machen. Die habe ich in dem Blumenladen bei uns um die Ecke gekauft. Du weißt schon, dort, wo diese schrecklich geschwätzige Blumenverkäuferin arbeitet. Aber sie riechen wunderbar. Und dann habe ich dir noch eine Lieblingskassette und ein Buch mitgebracht. Nicht erschrecken.
Jetzt setze ich dir die Kopfhörer auf. So. Jetzt kannst du endlich wieder Musik hören. Achtung. Gleich geht's los. Gleich kommt die Stelle, die du ganz besonders magst. Jetzt. Und? Was Interessantes gefunden? Jede Menge Selbsthilfegruppen. Medizinisch völlig uninteressant. Das habe ich gestern alles aus dem Internet gezogen. Aber kein vergleichbarer Fall. Nichts, was ein zweiter Fall hat. Wieso bekommt Alina nur zweimal am Tag Krankengymnastik? Das reicht nicht aus für eine umfassende Mobilisierung. Sie braucht zwischendurch auch mal eine Pause. Bei den ganzen therapeutischen Maßnahmen hat sie ja jetzt schon kaum noch eine freie Minute. Und warum ist kein Rachenabstrich gemacht? Oder soll sie auch mal eine Pneumonie bekommen? Roland, wir tun, was wir können. Ja, entschuldige, entschuldige. Hast du die Anästhesieprotokolle normal durchgesehen? Hab ich, es ist alles einwandfrei. Aber ich muss doch wissen, was ihr hilft. Du bist Anästhesistin. Oder können wir jetzt nichts mehr machen? So, gleich fahren wir los, ne? Dann zeige ich dir endlich mal, wie schön unsere Stadt ist, in der wir wohnen. Achtung, so mein Kleiner. Und als erstes zeige ich dir die Halfpipe für die Skateboarder. Sag mal, Bladi, hast du mein Handy gesehen? Nee, aber es lässt sich ja leicht herausfinden, wo es ist. Wo ist es denn? Ah. Vielleicht sollten wir Jonas auch einschenken. Wenn er anfängt zu krabbeln. Du hast vielleicht verrückte Ideen. Gott, wie spät das schon ist. Wieso, wo willst du denn hin? Ich muss unbedingt einen Termin beim Kinderarzt machen. Und dann will ich noch was ganz Besonderes für Jonas besorgen. Na, wie wär's, kleiner Mann? Machen wir eine erste Jungfernspazierfahrt? Ich wollte gerade mit ihm spazieren gehen. Da bringst du mich ja auf eine gute Idee. Klar, wir können uns die Arbeit teilen. Weißt du, wenn ich beim Kinderarzt bin, könntest du einen Naturkosmetikladen, weißt du, wo der ist? Er ist bei Achim in dem Neubau um die Ecke, eine Ringelblumensalbe besorgen. Pia, die bekommst du in jeder Apotheke. Und außerdem kann ich doch mit Jonas zum Kinderarzt fahren. Dann lernen wir wenigstens gleich gemeinsam kennen. Ach nee, das ist nicht so eine gute Idee. Weißt du, das war schon Jakobs Kinderarzt und ich glaube, es ist besser, wenn wir beide uns da zum ersten Mal blicken lassen. Was, Jonas? Wir sind doch in 2 Stunden zurück. Bis später. Ich sag mal, werde ich hier eigentlich auch mal gefragt? Mann, wenn du dich wenigstens so um Alina kümmern würdest. Kurze Zeit später, es war an einem besonders heißen Mittag, fand der Momo auf den Steinstufen der Ruine eine Puppe. Und war schon öfter vorgekommen, dass Kinder eines der teuren Spielzeuge, mit denen man nicht wirklich spielen konnte, einfach vergessen und liegen gelassen hatten. Aber Momo konnte sich nicht erinnern, diese Puppe bei einem der Kinder gesehen zu haben. Ladi. Hallo. Linas Lieblingsbuch. Ich dachte... Hallo Alina, ich bin's. Nicht erschrecken, ich gebe dir jetzt einen Kuss, ja? Wie geht's ihr? Hey, ich hab dir was mitgebracht. Da will dir nämlich jemand etwas sagen. Hier. Nämlich über dich geredet. Du fehlst uns sehr. Weißt du das? Hey, sie hat sich bewegt. Nein. Das bilden wir uns nur ein. Das sind die Reflexe. Aber du siehst aus, als ob du jemanden zum Reden gebrauchen könntest. Ach, Oberfriedrich. Für Roland und Pierre bin ich doch nur ein lästiges Anhängsel. Das interessiert die beiden noch gar nicht, wie es mir geht. Das ist doch nur, weil sie selber mit den Nerven am Boden sind. Auch wenn sie nichts sagen. Die beiden sind froh, dass du dich so gut um Jonas kümmerst. Nein, das ist Quatsch. Für Pierre bin ich nur ein Störfaktor. Sie lässt mich doch gar nicht mal an das Baby ran. Heute Nacht ist sie einfach in unser Zimmer gekommen, hat sich Jonas geschnappt und ihn mit zu sich ins Schlafzimmer geholt. Einfach so, ohne Grund. Ich meine, er hat nicht einmal geheult. Also bei allem Verständnis für ihre Tochter, das geht nicht. Immerhin ist Vladi der Vater. Genau.
Und gerade wenn die Mutter sich nicht kümmern kann, dann ist die Beziehung zum Vater für das Kind ganz wichtig. Sie müssen mit Pia reden. Aber sie meint doch nur gut. Da ist ja noch was. Ich glaube, Pia hat Angst, Alina zu besuchen. Aber das passt doch gar nicht zu ihr. Sie war nicht ein einziges Mal bei Alina. Ich glaube, Vladi hat recht. Als wenn sie nach einem Vorwand sucht, um nicht in die Klinik zu müssen. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Wir müssen Pia helfen. Glaubt ihr nicht, dass Roland das am besten kann? Immerhin ist er Arzt. Dann kann er Pia wenigstens erklären, was mit Alina los ist. Ja, aber er ist doch schuld an dem Ganzen. Gerade er, der immer weiß, was richtig ist für alles. Nix weiß er. Werde nicht ungerecht, Vladi. Ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. Du machst das alles ganz großartig. Und wenn du willst, dann rede ich mal mit Pia. Nein, 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 das mache ich schon. Na prima. Da Vladi diese Woche ja ausfällt, müssen wir die Aufgaben mal verteilen, ja? Yvonne, Sie übernehmen heute den hinteren Teil des Flurs und begleiten dann bei der Visite, ja? Okay. Station 3, Schwester Yvonne. Moment, ich frag mal nach. Entlassungspapiere von Herrn Nöske. Ach, du meine Güte. Ich bring sie gleich runter. Keine Ursache. Danke. Beate, Sie übernehmen den vorderen Teil und kümmern sich dann um die Anforderungen fürs Labor, ja? Ja. Tut mir leid, Mädels, im Moment, das ist wohl alles ein bisschen viel. Wie lange hat Vladi denn noch Urlaub? Naja, erstmal nur nächste Woche und dann werden wir sehen. Naja, aber vielleicht hat sich bis dahin Alinas Zustand ja... Muss die 303 eigentlich immer noch inhalieren? Schwester Beate, die 303 hat ganz zufällig einen Namen, und zwar Alina Heilmann. Und wenn Ihnen Ihre Arbeit zu viel wird, dann suchen Sie sich einfach einen anderen Beruf. Schwester Beate hat das jetzt ganz bestimmt nicht böse gemeint, Dr. Heilmann. Im Gegenteil. Unsere Beate sitzt auch nach Feierabend immer noch an Alinas Bett. Das reicht doch mindestens für die nächsten 2 Monate. Du hast doch keine Ahnung, was so ein kleines Kind alles braucht. Sag mal, ob wir wohl noch Jakobs Schaukelpferd im Keller haben? Das ist nicht dein Kind, Pia. Du weißt ja nicht, wie traurig Vladi ist. Du darfst den Jonas nicht einfach wegnehmen. Aber das Kind braucht doch auch eine Mutter. Und eine Tochter? Die braucht dich auch. Ich glaube, Jonas weint. Nein. Du bleibst jetzt hier. Du kannst nicht mehr davon weglaufen. Wann gehst du denn endlich zu Alina? Das ist doch gar nicht mehr meine Tochter, die da im Bett liegt. Das ist nur noch ein Körper. Und ihr tut alle so, als ob sie noch da wäre. Sie ist noch da und sie vermisst dich. Papa, woher willst du denn das wissen? Wenn sie wenigstens irgendeine Reaktion zeigen würde, aber sie liegt einfach da. Sie ist nicht tot. Wenn du genau hinsiehst, da passiert noch einiges mit dir. Spring über deinen Schatten, Pia. Kann ich, Papa. Wollen Sie nicht nach Hause gehen? Alina würde auch gern nach Hause wollen. Auf der Station ist alles ruhig. Wir hatten heute Morgen 3 Entlassungen. Also kann sich die Nachtschwester nachher an Alinas Bett setzen. Herr Dr. Heilmann, Sie müssen auch mal an sich und an Ihre Familie denken. Roland, bitte ruhen Sie sich aus. Sie hat sich bewegt. Das war ein Krampf. Ingrid, verständige bitte die Neurologen. Wir machen noch mal einen Kernspintomogramm. Ja, sofort. Das muss übrigens nicht immer eine Verschlechterung Ihres Zustands bedeuten. Weiß ich alles. Zu Hause werden Sie auch gebraucht, Roland. Bitte gehen Sie schlafen.
noch wach. Was? Ist was mit Jonas? Nein. Er schläft. Es stört euch wohl. Sein Platz ist hier. Ah. Darf ich ihn auch endlich mal sehen? Ich verstehe dich, ja. Pia ist im Moment in einer schwierigen Situation. Alina auch. Hier hat noch keiner das Baby gebracht. Pia verhindert es ja regelrecht. Ich werde morgen mit Pia sprechen. Und jetzt brauchen wir alle unseren Schlaf, du als Vater besonders. Die Nacht ist für dich vielleicht ganz schnell wieder vorbei. Roland. Danke. Ich bin noch gar nicht müde. Ganz im Gegenteil. Hm? Was hältst du davon, wenn wir zu deiner Mama fahren? Hm? Ja. So, mein Kleiner. Hm? Ganz vorsichtig. Wir hatten einfach so große Sehnsucht nach dir. Ja. Du fühlst dich doch bestimmt auch ganz allein in deinem Bett, oder? Sie hat ihr eigenes Kind doch noch nicht einmal im Arm gehabt. Und da dachte ich einfach. Ja, deine Mama hat gelächelt. Hier unten sind sie auch nicht. Vladi kann doch unmöglich schon spazieren gegangen sein. Es ist doch noch total früh! Warum hast du Jonas überhaupt aus unserem Zimmer rausgetragen? Er hat so schön friedlich dagelegen. Ich glaube, er hat mich sogar schon angeguckt. Du kannst Vladi nicht einfach das Kind wegnehmen. Roland, das ist ja wirklich lächerlich, Kind wegnehmen. Wer ist denn hier heimlich abgehauen? Wenigstens eine Nachricht oder einen Zettel hätte er da lassen können. Dann ziehe ich mich jetzt an und gucke im Park, wo er ist. Hoffentlich ist meinem Baby nichts passiert. Hey, guten Morgen. Ich habe so ein Brötchen mitgebracht. Da ist er ja. Ja. Wo warst du? Ich habe mir verdammte Sorgen gemacht, als Jonas nicht in seinem Bettchen war. Du kannst spazieren. Und bei Alina. Du kannst doch nicht mitten in der Nacht mit ihm spazieren gehen. Hey. Ist ihn wenigstens warm genug angezogen? Ja, so langsam reicht es mir. Weißt du das? Du tust gerade so, als wäre Jonas dein Kind. Ach, ich darf mich wohl nicht um meinen Enkel kümmern. Weißt du was? Andere junge Eltern wären froh, wenn sie diese Hilfe hätten. Ach, hör doch auf. Du suchst doch nur nach einer Ausrede, damit du nicht bei Alina vorbei musst. Eine schöne Mutter bist du. Vladi, hörst du auf, Pia solche Vorwürfe zu machen? Ja, und du musst gerade reden. Wer hat Alina denn erst dahin gebracht? Du doch mit deiner beschissenen Art, andere Leute zu bevormunden. Du bist doch jetzt schuld an dem Ganzen. Gleich raus, Junge! Roland, hör auf. Er hat doch recht. Du brauchst mir nicht rausschmeißen. Ich hab die Schnauze voll. Ich geh von allein. Macht euch ruhig nur weiter selbst was vor. Roland, bitte sag was. So, ich wollte das so nicht. Es ist mir rausgerutscht. Ne, das ist sehr gut, da weiß ich wenigstens, was du wirklich denkst. Ach Quatsch, nichts weißt du. Ich bin schuld an Alinas Zustand. Und damit ist das Problem für dich erledigt. Du unternimmst nicht mal den Versuch, dich damit auseinanderzusetzen. Wir sind doch alle gar nicht mehr wir selber. Diese Situation ist einfach unerträglich. Deswegen hacken wir aufeinander rum, aber davon wird's doch auch nicht besser. Und wenn es nie mehr besser wird? Wenn wir ab jetzt so mit Alina leben müssen? Ja, gerade dann müssen wir doch zusammenhalten. Roland, entschuldige, ich habe dir in den letzten Tagen ein bisschen viel zugemutet. Es tut mir leid. Ich fahre nachher gleich in die Klinik. Wie wär's denn, wenn du heute mal zu Hause bleibst? Du musst nicht ins Krankenhaus, wenn du nicht kannst. Doch, ich muss. Ich hätte meinen Horror längst überwinden müssen. Sie braucht mich doch. Soll ich nicht schnell in der Klinik anrufen und sagen, du fühlst dich nicht? Nee, ist schon gut. Du
willst doch aber so nicht arbeiten. Guck dich doch mal an. Wie siehst du jetzt schon aus, als ob du jede Minute aus den Latschen kippst? Die Klinik ist der einzige Ort, wo mein Leben noch halbwegs funktioniert. Guten Morgen. Schon so früh hier? Wieso haben Sie Dienstkleidung an, Fladi? Fladi? Der Professor hat Ihrem Urlaub ausdrücklich zugestimmt. Und wenn ich mich nicht irre, wollten wir Sie eigentlich erst nächste Woche hier wiedersehen. Ich werde noch verrückt, wenn ich nicht bald wieder was tun kann. Ja, das Baby? Ja, das Baby. Das Baby ist bei den Hallmanns. Wo sonst? Pierre lässt es ja nicht eine Sekunde aus den Augen. Nicht mal beim Zähneputzen. Wir waren einer zu viel. Bitte schicken Sie mich nicht weg. Ja, wenn Sie hier unbedingt wollen, dann könnten Sie mir natürlich in der Notaufnahme helfen. Das ist mir auch ganz gut, da fehlt mir nämlich heute jemand. Aber sagen Sie mal, Fladim, haben Sie nicht vielleicht ein bisschen zu früh das Handtuch geworfen? Nee, auf keinen Fall. Demnächst erteilen die mir noch Hausverbot. Und wenn ich mal mit Dr. Heimann... Oh, tun Sie das bitte nicht. Es reicht mir schon, wenn ich einfach nur gebraucht werde. Ich denke, du hast Urlaub. Wozu? Ohne meine Freundin und ohne meinen Sohn. Und das finde ich auch. Bevor du meine Ehe weiter ruinierst, solltest du besser arbeiten. Du machst es dir verdammt einfach. Weißt du das eigentlich? Du und dein blödes Selbstmitleid. Vielleicht überlegst du dir mal, was du mir angetan hast. Das weiß ich. Ich habe nur Wichtigeres zu tun, als vor dir auf den Knien zu rutschen. Guten Morgen. Morgen. Herr Ahrens, ein Diabetespatient. Letzter Blutzucker war bei 300. Die Nachbarn haben ihn gefunden. Da lag er schon im Koma. Auf drei. Eins, zwei, drei. Danke. Schönen Tag noch. Vladi, ob du mal mit anfassen könntest? Was soll denn das? Ist jetzt wohl ein bisschen besser, ja? Dann hätte ich glatt umbringen können. Mhm. Danke. Danke, Papa, dass du gekommen bist. Alleine hätte ich einfach nicht den Mut gehabt. Wir sind doch eine Familie. Ich habe Angst, dass sich alles auflöst. Dass ich Alina verliere. Und statt Roland jetzt zu helfen, mache ich ihm auch noch Vorwürfe, von Vladi ganz zu schweigen. In solchen Zeiten geraten die Dinge nur mal aus den Fugen. Ihr müsst jetzt einfach versuchen, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Auch wenn im Moment der Weg sehr schwer zu sehen ist. Papa, ich würde gern noch auf Vladi warten. Ich weiß, dass ich mich ihm gegenüber nicht richtig verhalten habe. Das kannst du ihm ganz sicher erklären. Und wie ich Vladi kenne, wird er das auch verstehen. Na komm aber. Alina hat dich viel zu lange nicht gesehen. Wo bist du bloß? Alina, bitte. Bitte komm doch zurück. Sieh mal, wir brauchen dich doch. Ich weiß, ich hätte da sein müssen, aber ich hab's nicht ertragen, dich so da liegen zu sehen und zu glauben, dass du vielleicht nie wieder lachst oder dich mit mir streitest. Ich hätte dir helfen müssen, ich weiß. Aber ich kann mir ja nicht mal selber helfen. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Geh einen Kaffee trinken, Pia, ja? Ich bleibe hier. Ja, danke.
Alina. Wir denken jetzt ganz fest an die Mama. Es ist doch nichts passiert. Der Mann hätte sterben können, bloß weil ich mit meinen Gedanken woanders war. Ich fühle mich ganz schön beschissen. Du? Wieso du? Naja. Es war nicht nett von mir, dass ich dir solche Vorwürfe gemacht habe. Ich habe einfach einen Sündenbock gesucht. Weil es viel einfacher ist, auf jemanden sauer zu sein, als sich damit auseinanderzusetzen. Tut mir leid. Ich habe Alina zu dem Kaiserschnitt überredet. Tja, aber vielleicht wäre bei einer normalen Geburt noch etwas viel Schlimmeres passiert. Wer kann das schon wissen? Als junger Vater sieht man die Dinge plötzlich ganz anders. Was so ein kleiner Mensch alles mit einem anstellen kann. Kannst du dir vorstellen, wieder bei uns zu wohnen? Du gehörst ja nun zur Familie. Ja, ihr seid schon mehr meine Familie, als ich wahrhaben will. Gehen Sie schnell. Alina ist aufgewacht. Was machen die alle für einen Aufstand? Ich habe nur ein Kind gekriegt. Wenn du noch mal so lange schläfst, mache ich dir Beine. Sie lässt mich ja sowieso nicht mehr. Hoffentlich habt ihr nicht schon völlig verzogen in den letzten Tagen. Och, Großmütter dürfen sowas, oder? Das stimmt. Eltern müssen erziehen und Großeltern dürfen verwöhnen. Ja, genau. Mit den Enkeln hat man nämlich ein besonderes Verhältnis. Mein Jüngster ist sogar schon Onkel. Wie findest du deinen Neffen eigentlich? Langweilig, der kann ja nicht mal Rollerskates fahren. Ich finde, wir sollten Alina ein bisschen Ruhe gönnen. Ach, nö, bitte nicht. Ich war nie so ausgeschlafen wie heute. Hast du denn wenigstens was geträumt? Ach, keine Ahnung. Wenn es ein Albtraum war, dann bin ich froh, dass ich ihn vergessen habe. Ja, wir haben da noch eine Chance. Gibt. Alina! Everybody says we're too young, our love is not going on.